All I want for Christmas is you, hat Mariah Carey gesungen. Aber all I want for Christmas sind Geschenke. Ich möchte gerne Geschenke unter dem Weihnachtsbaum haben. Und wenn du noch Inspirationen brauchst, was du dir vielleicht selber unter den Weihnachtsbaum legst oder aber legen lässt, dann bist du hier genau richtig. Denn ich gebe dir heute mal den ein oder anderen Hinweis, was das wohl sein könnte. Hier in deinem Adventkalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und Geschenke sind ja immer so eine schwierige Sache, vor allem für Leute, die schon nahezu alles haben, vor allem im Studiobereich. Und trotzdem gibt es noch das ein oder andere Gimmick, vielleicht das eine oder andere kleinere oder größere Geschenk, das vielleicht noch dazukommen kann, um dein Studio vielleicht noch aufzuwerten oder grundsätzlich erstmal zu starten. Deswegen habe ich dieses Video auch in drei Kategorien unterteilt. Zum einen in die Kategorie mehr Wissen, dann in die Kategorie Praktisches und dann gönn dir. Auf gönn dir freue ich mich ganz besonders. Aber wir starten erstmal mit mehr Wissen. Mehr Wissen kann man anhäufen, indem man, klar, jede Menge Videos hier im Recording-Blog schaut, aber natürlich auch, indem man einfach mal Fachliteratur wälzt. Lesen kommt vielleicht ein bisschen aus der Mode, aber hat den großen Vorteil, dass das Wissen dort wirklich extrem kompakt und auch didaktisch aufeinander aufbauend zusammengefasst ist. Und deswegen habe ich dir heute mal vier Werke rausgesucht, mit denen du auf jeden Fall dein Wissen in jedem Bereich weiterbringen kannst. Wir starten mit Eike Hillenkötter, Live Mischen. Das heißt, wenn du ein Mischer bist, der nicht nur zu Hause im Studio arbeitet, sondern vielleicht auch unterwegs mal mischen möchte, dann kannst du hier in dem Buch von Eike Hillenkötter alles nachlesen, was du dazu wissen musst. Denn Live-Mischen unterscheidet sich schon ein bisschen, nicht nur marginal, von dem, was wir in unserem Heimstudio machen. Deswegen hier reinschnuppern. Auf jeden Fall Link unten in der Videobeschreibung, natürlich zu allen Produkten, die du heute hier siehst. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Live-Mischen von Eike Hillenkötter. Und wenn es ein bisschen weitergehen darf und du dein Wissen im Heimstudio verbessern möchtest, natürlich Mixing Secrets von Mike Senior, hier das Standardwerk, das man eigentlich immer an der Seite liegen haben sollte, wenn man mal eine Frage hat, die ich jetzt noch nicht im Recording-Blog beantwortet habe. Übersetzt übrigens von unserem Recording-Blog-Freund Carsten Kaiser. Das Ganze ins Deutsche übersetzt und wirklich ein Standardwerk, mit dem du wirklich auf vielen, vielen Seiten alles nachlesen kannst, was du wissen musst im Bereich Tonstudio. Nicht meine erste Empfehlung für dieses Buch, aber auch nicht meine letzte definitiv. Und wenn dein Wissen noch in die Tiefe gehen darf, dann hast du definitiv noch ein weiteres Werk vor dir, denn auch Bobby Osinski hat einen Klassiker geschrieben. Dies ist eine etwas ältere Version. Wunder dich also nicht, wenn du auf den Link klickst und da ein neues Cover siehst. Das ist meine Version von Mischen wie die Profis. Aber damit kannst du auch wirklich dein Wissen fundamental aufbessern. Gibt es auch als Deutsch. Gab es mal früher nur als Englisch. Aber Wissen wie die Profis oder Mischen wie die Profis, so heißt es richtig, ist auf jeden Fall definitiv genauso ein Standardwerk wie von Mike Senior, die Mixing Secrets aus dem Heimstudio. Und wenn es ein bisschen tiefer gehen darf, also wenn du durchaus mal ein bisschen weiter hinter die Kulissen gucken möchtest oder vielleicht auch in die Richtung denkst, dass du vielleicht wie unser Freund Björn Schlüter von Storia Mastering, dass du da deine Mastering-Fähigkeiten ausbauen möchtest, dann gibt es nur ein Werk, das du haben musst und das ist hier Mastering Audio von dem Guru Bob Katz. Bob Katz ist wirklich ein Guru, der das Mastern auf ein neues Niveau gehoben hat und wenn du vielleicht mal in deinem Metering-Plugin einen Wert siehst, der heißt K14, K18, das K steht für Bob Katz. Und Bob Katz hat dieses Buch geschrieben, Mastering Audio. Da steht wirklich extrem viel drin, aber man braucht einen langen Atem, denn ich habe, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um dieses Buch durchzulesen, weil das Wissen hier so tief drin ist. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, sich das mal einfach aufs Klo zu legen und immer mal wieder reinzublättern. Wissen to sit, quasi, wenn man so möchte. Aber kommen wir doch weiter mal zur... Ach nee, warte mal. Wenn man viel mehr wissen will, dann sollte man vielleicht auch das Wissen trainieren, fällt mir gerade ein. Ne? Warum? Also Wissen ist ja nicht Können, wo wir das ganze Wissen jetzt hier auf den Büchern liegen haben, fällt mir noch ein. Wissen ist nicht Können und deswegen ist es ja ganz wichtig, das Wissen auch anzuwenden. Das kannst du, wenn du Probematerial hast, wie du es zum Beispiel im Recording-Blog Premium-Bereich findest. Und der Vorteil vom Premium-Bereich ist nicht nur, dass du jede Menge Songs zum selber mischen findest, du findest da auch jede Menge Tutorials, über 25 Mix-Tutorials, in denen ich dir stundenlang erkläre, wie ein Mix von vorne bis hinten aufgebaut ist, dann, also lass dich nicht abschrecken von stundenlang, ist es einfach sehr, sehr intensiv und vor allem sehr fein aufgedröselt, sodass auch jeder folgen kann. Und es gibt noch eine tolle Gemeinschaft, mit der wir uns regelmäßig treffen, unter anderem in der Mixbar, aber es gibt auch ein Forum, in dem wir uns austauschen können und so weiter und so fort. Du mischst also nicht mehr allein, wenn du im Recording-Blog-Premium-Bereich bist. Also Wissen ist nicht Können, mein Tipp. Und jetzt gehen wir aber zur Kategorie Praktisches.
Praktische Sachen kann man ja immer gebrauchen. Sachen, die einem den Alltag erleichtern und dabei helfen, dass der ein oder andere Ablauf optimiert wird. Was für den einen aber vielleicht praktisch ist, ist für den anderen völlig überflüssig. Deswegen kannst du selber mal beurteilen, ob die Sachen, die ich dir jetzt hier vorschlage, praktisch sind oder weniger praktisch für dich. Praktisch ist zum Beispiel, wenn du beim Singen oder beim Performen gerade mal keine Hand frei hast, aber dein Leadsheet vielleicht umblättern möchtest. Du hast ein Leadsheet, heutzutage ja modernerweise auf dem iPad vorliegen. Helfen kann dabei ein Fußtreter wie dieser iRig Blue Turn. Mit dem Blue Turn kannst du auf zwei Tasten, einmal rauf, einmal runter oder einmal links, einmal rechts, je nachdem, wie du es haben möchtest, kannst du auf deinem iPad oder auf deinem Tablet kannst du Seiten umschlagen. Das heißt, du musst die Hand nicht mehr vom Instrument nehmen oder du musst beim Singen nicht mehr das Perform einstellen. Einfach hier drauf drücken, dann ist die Seite umgeblättert, der Text geht weiter. Und deswegen ist der iRig Blue Turn für mich ein unverzichtbares Hilfsmittel auf der Bühne, aber auch beim Einsingen im Studio, wenn ich eben mal wieder Papier gespart habe und den Text auf einem iPad drauflaufen habe. Also iRig Blue Turn, Links, wie gesagt, alle unten in der Videobeschreibung, falls du Interesse daran hast. Und wichtig und vor allem praktisch, aber vor allem wichtig aus meiner Sicht heraus, ist es auch, seinen Mixplatz zu kennen. Das heißt, wenn du hier sitzt und abmischst, dann solltest du wissen, wie die Frequenzverteilung von deinem Raum an der Stelle ist. Es kann ja durchaus sein, dass du hier verschiedene Raummoden zum Beispiel hast und hier vielleicht einen Bass nicht so gut hörst, wie du den hier hören kannst. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, kann ich dir mal hier oben einblenden. Was du dafür brauchst, um das herauszufinden, ist ein Messmikrofon, wie dieses hier zum Beispiel von Dayton Audio. Das zeige ich dir mal, wird in so einem schönen hübschen Köfferchen geliefert. Kommt auch ein bisschen Papier mit einer Messkurve dabei, wo auch genau draufsteht, wie die individuelle Messkurve von diesem Mikrofon ist. Also wirklich pro Mikro individuell. Und das kannst du auch daran erkennen, dass auf jedem Mikrofon, dass da eine Nummer drauf notiert ist. Und diese Nummer kannst du dann über die Homepage von Dayton Audio abrufen und kannst dir da eine individuelle, kalibrierte Datei runterladen, mit der du dann quasi deine Software darauf auf den Stand bringst, dass du mit diesem Mikrofon wirklich komplett linear messen kannst. Das stellst du dann hier auf und misst dann mit der Software Room EQ Wizard zum Beispiel, kannst du deinen Raum messen und weißt dann ganz genau, wie ist eigentlich die Frequenzverteilung an dem Punkt, wo ich eigentlich arbeite, wo ich eigentlich mische. Denn wenn du da feststellen solltest, zum Beispiel, du hast ein Loch bei, sagen wir mal, 80 Hertz und du hast dich immer gewundert, warum dein Bass immer so überbetont ist, bei, wenn du den im Auto abhörst, dann kann es daran liegen, dass du einfach in einer Raummode sitzt, die du noch nicht kanntest und die du hiermit messen konntest, auf jeden Fall. Es gibt auch eine USB-Variante von dem Dayton Audio, allerdings wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Die USB-Variante kostet, glaube ich, 50 Euro mehr. Dieses hier kostet 120 Euro, definitiv. Was auch praktisch ist und was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, das sind hier, das sind meine Monkey Banana Monkey Tree. Die Boxenstative, die ich da jetzt neu habe. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich die vor zwei Wochen neu installiert habe. Ich habe hier zwei neue Boxenstative installiert. Wirklich massive, fantastische Teile. Und ich war total begeistert, weil sie auch total filigran aussehen. Wenn du mal da hinten guckst, wie filigran sie aussehen, wo die Boxen draufstehen. Es ist wirklich ganz toll. Sie brauchen weniger Platz als meine alten Stative. Das waren hier diese großen Röhren, die du hier in der Mitte siehst. Die sind jetzt als Bassfallen hier quasi in die Mitte gewandert. Aber ich habe auch den Eindruck, dass seit ich den Monkey Banana Monkey Tree benutze unter meinen Boxen, dass der Bass irgendwie noch ein bisschen kompakter geworden ist. Nenn es Voodoo oder nenn es Monkey Voodoo oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich die beiden Bassfallen jetzt hier in die Mitte gestellt habe. Aber ich bilde mir ein, dass es unter anderem auch daran liegt, dass meine Boxen jetzt auf mega massiven, so ist das richtige Wort, auf mega massiven Boxenstativen stehen und da insgesamt weniger Eigenresonanzen verursachen, die dann wieder rumschwingen und dafür sorgen, dass der Bass eher unpräzise ist. Also der Monkey Banana Monkey Tree, Link unten auch da in der Videobeschreibung. Meine Empfehlung auf jeden Fall, falls du neue Boxenstative brauchst, gönn dir. Die Kategorie Gönn dir liegt mir am meisten am Herzen. Was könnte man sich Schöneres gönnen als vielleicht ein schönes neues Großmembranmikrofon? Natürlich gibt es da verschiedene Grenzen, in denen man sich bewegt, vor allem finanzielle Grenzen, aber man möchte ja schon einen hochwertigen Sound haben und im Idealfall kriegt man einen Schnapper, ein Großmembranmikrofon, das für seinen Preis in einer Kategorie höher spielt. Also sagen wir mal, es kostet 200 Euro und spielt aber in der 500 Euro Liga und um und so weiter nach oben hin fortgesetzt. Und da habe ich mal ein paar Kandidaten für dich rausgesucht, zumindest zwei. Das dritte ist, glaube ich, richtig mega gönn dir, aber das spielt in keiner Liga. Das spielt in seiner eigenen Liga. Aber jetzt erstmal am Rande. Wir starten mit dem Origin von Aston Audio, von Aston Microphones. Und das Origin ist ein fortgeschrittenes Einsteigermikrofon für knapp 270 Euro und ist wirklich ein fantastisches Großmembranmikrofon, das wir demnächst auch hier im Recording-Blog im Test haben und zwar direkt gegen das Rode NT1, nicht das NT1A, sondern das Rode NT1 und da werden wir die beiden dann mal vergleichen. Das Origin von Aston Microphones ist auf jeden Fall ein fantastischer Einstieg in die obere Liga der guten Großmembranmikrofone, kostet ungefähr 270 Euro und spielt aber definitiv in der 500-600 Euro Liga, kann sich also durchaus auch messen lassen an verschiedenen Kandidaten aus Berlin von
jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen, an verschiedenen Kandidaten von, sagen wir mal, Neumann. Habe ich aber jetzt nicht gesagt, ne? Aber durchaus, ne? Lies dir mal die Bewertungen auch durch bei Thomann, die du da finden kannst. Da wirst du schon feststellen, okay, alles klar. Das scheint was zu sein und demnächst kannst du es ja auch hier im Video hören. Gehen wir mal eine Kategorie höher. Da findest du von Jay-Z Microphones, findest du das BH2. Auch das habe ich hier schon mal getestet im Recording-Blog und da gab es eine fantastische Resonanz drauf. Dieses Mikrofon kostet knapp 600 Euro und spielt definitiv in der 1000-Euro-Liga. Damit kannst du alles aufnehmen. Wenn du das eine Mikrofon brauchst, was in der oberen Liga spielt, dann bist du mit dem BH2 von Jay-Z die Mikrofons perfekt aufgestellt. Machst damit nichts verkehrt und es sieht auch noch cool aus, hat eine coole Aufhängung und so weiter. Es gibt auch noch einen passenden Popschutz dazu, also Popfilter. Und damit kannst du wirklich toll aufnehmen. Ich empfehle dir, das Video mal reinzuschauen, das ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinke, wo ich das mal getestet habe. Das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Also das BH2 von Jay-Z Microphones. Und wenn es tatsächlich aus der Kategorie Gönn dir sein darf, dann kann man sich auch richtig was gönnen. Und jetzt hebe ich mir mal einen Bruch, weil da gönne ich mir mal wirklich. Das hier ist nämlich das LCT 1040 von Luit und oh, ich kriege gerade einen schlappen Arm, weil das Ding wiegt schlappe 15 Kilo hier im Koffer. Und das ist nicht einfach nur ein Mikrofon, sondern wie du hier mal beim Aufklappen sehen kannst, das ist ein Mikrofonsystem. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu. Unter anderem dieses fantastisch aussehende Mikrofon mit der Röhre in der Mitte. Okay, alles klar, das ist wirklich tatsächlich richtiges Gönn dir. Wenn du dir dieses Mikrofonsystem gönnen möchtest, dann bist du bei, ja, ich schätze mal 3,5, die du investieren musst. Aber das ist das eine Mikro. Du kaufst dir nie wieder ein anderes und auch dazu gibt es natürlich demnächst einen Klangvergleich hier im Recording-Blog. Versprochen, da werde ich mich nicht zurückhalten und ich freue mich ehrlich gesagt auch schon richtig darauf, das für dich aufzunehmen. Da nehme ich mir aber richtig schön viel Zeit für. Vielleicht machen wir das auch im Rahmen eines Livestreams. Wahnsinn! Also das LCT 1040 von Luit ist die Krönung quasi obendrauf. Ein Bereich, in dem sich die meisten eigentlich gar nicht tummeln können. Und falls du dir fast gar nichts gönnen kannst, aber trotzdem möchtest, warum nicht einfach mal dein SM57 nehmen und zu einem POTUS-Mikrofon machen? POTUS, President of the United States. Wenn du mal guckst, Joe Biden, wenn der spricht, da stehen immer zwei von diesen Mikrofonen. Das sind SM57 mit Popfilter und mit so einer Schwinghalterung davor, zwei Stück davor und schon hast du dein eigenes POTUS-Mikrofon. Auch das verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung, damit du vielleicht aus deinem SM57 ein echtes POTUS-Mikrofon machen kannst. So als kleines Gimmick später mal, wenn du auf der Bühne stehst oder vielleicht für eine Gesangssession, falls ein Sänger reinkommt und du denkst, ja, dann mache ich mal einen kleinen Jokus, einen kleinen Spaß, damit er sich ein bisschen erschrecken kann. Falls du aber Interesse dran haben solltest, ob das sich lohnt, tatsächlich sein SM57 so zu oder ob man doch den großen Bruder, das SM7B kauft, dann schau doch mal als nächstes in dieses Video rein. Da wirst du alles erfahren im Vergleich zwischen SM57 und SM7B. Da sehen wir uns dann gleich wieder oder in einem anderen Video hier im Adventskalender. Bis dahin, mach's gut und Yassou!